Weil ich eigentlich vorhatte tatsächlich. Deutlich mehr in. Also ich will eigentlich schon noch eine richtige Let's Plays machen, aber halt die mit ein paar Effekten versehen. Die in erster Linie mit der Facecam spielen. Ja. Die Effekte sollten in erster Linie wirklich mit der Facecam sein. Dass halt die durchs Bild rollen kann oder ähnliches. Aber das mit einem Greenscreen ist natürlich schwierig zu erreichen. Das heißt, das würde dann nur mit der Maske funktionieren. Aber auch mit dem Greenscreen hätte man ganz tolle Effekte machen können. Allerdings kann ich das ja nicht. Wie man jetzt schon gesehen hat. Ich könnte zum Beispiel einfach über ein bestehendes Video mit Greenscreen drüber labern, schön. Und da meinen Senf dazu abgeben. Eignet sich zum Beispiel sehr gut für. Ja. Gameplays, ja. Zum Beispiel so, ja. Jetzt habe ich es gefunden, was ich suche. Gameplays hat. Und über die halt. Irgendwas drüber kommentieren will, weil es irgendwas zu überreden gibt. Oder was man mitteilen will. Dann kann ich das nicht machen, weil ich mit dem Greenscreen halt so in die Vegas aus das nicht umsetzen kann, wie ich gerne hätte. Weil dann halt mein Gesicht einfach mal eine andere Farbe hat. Oder es ist hässlich. Und extrem künstlich. Dann nehmen wir hier einfach mal alle Kohle mit. Ist ganz gut so. Ja. Und darauf kann ich halt gerne verzichten. Und deswegen habe ich habe das jetzt in der Zeit, wo ich den Greenscreen habe, genau einmal gemacht. Und habe dann tatsächlich das Gameplay im Hintergrund in OBS gespielt. Und dann in OBS in Echtzeit drüber kommentiert. Weil es einfach nicht anders vernünftig hingehauen hat. Dementsprechend war das natürlich auch das Video nicht sonderlich berauschend. Vom Ergebnis her, weil man das natürlich gesehen hat. Außerdem hatte ich halt leider den Ton von dem Video, der halt war ja Musik unterlegt, hatte ich den leider viel zu laut. Und ich war unter Zeitdruck, das heißt, ich konnte es leider nicht nochmal machen und es war dann. Hat mich gar nicht mehr wirklich reden gehört. Auch lustig, aber ja, eigentlich eher ungünstig. War nicht so schön, ne? Und ja, deswegen ist es halt blöd. Vielleicht finde ich irgendwann mal einen Trick raus, wie ich das ändern kann. Da kann ich auch nicht mit meinem Greenscreen so spielen, wie ich es gerne hätte. Aber ja, anscheinend geht das im Moment noch nicht. Ich glaube, das Einzige, was geht, ist, wenn ich den Greenscreen in OBS, wenn ich mit OBS aufnehme, den da mit meinem Greenscreen aufnehme und dann nichts drunter lege, dann habe ich ein einheitliches Schwarz. Oder wenn ich einfach ein grünes Bild drunter lege. Oder was wir ja Knallorange werde ich jetzt eher nicht nehmen wegen der Hautfarbe, sondern einfach ein richtig RGB-grünes Bild. Dann könnte es vielleicht funktionieren, weil ich dann genau einen einzigen Farbkanal habe, den ich in Sony Vegas rausretuschieren will und der dann kaum ins Gewicht fällt. Oder andere Alternative ist, ich besorge mir einfach eine viel bessere Ausleuchtung für den Greenscreen. Dann könnte es auch funktionieren. Also das jetzt erstmal zum Thema Greenscreen. Und auch wieder ein Argument, das für mich eindeutig für Open Broadcaster spricht, weil mit Fraps könnte ich eben aus den genannten Gründen nicht meinen Greenscreen ausnutzen. Wenn ich Flaps benutzen würde.
Fraps habe ich ja auch. Ich habe mit Fraps sogar angefangen, weil ich damals. Ich glaube, meine erste OBS-Aufnahme war in. Das weiß ich gar nicht mehr. Also in TechDeck habe ich mich immer mal. Habe ich immer teilweise V2B, also teilweise OBS, teilweise Fraps benutzt. Bei BigDick habe ich nur Fraps benutzt. Das weiß ich sogar noch. Aber sonst bin ich dann langsam immer mehr auf OBS umgestiegen, glaube ich, fast. Also immer mehr weg von Fraps und immer mehr hin zu OBS. War dann so die Grobtendenz. Weil ich erstens Fraps riesig, also wirklich abnormal große Dateien rausbekomme. Das war aber wirklich schon immer so, leider. Also richtig ungünstig. Und ja. Das war das eine. Und zweitens, manche Spiele konnte ich nur mit OBS aufnehmen, andere dafür auch nur mit Fraps, muss man dazu sagen. Also Garry's Mod zum Beispiel kann ich nur sinnvoll mit Fraps aufnehmen. Außer ich mache es über Bildschirmaufnahme, dann kann ich es auch mit OBS aufnehmen. Die Bildschirmaufnahme ist von der Qualität her nicht so genial wie die Gameaufnahme. Und deswegen, Garry's Mod, wenn man aufnehmen will, empfehle ich wirklich Fraps. Und ansonsten empfehle ich doch eher OBS. Ist am Anfang etwas schwierig reinzufuchsen, aber die Möglichkeiten, die man mit diesem Programm hat, ist halt einfach sehr genial. Und zwar wirklich sehr, sehr, sehr genial. Haben halt auch einfach sich die meiste Arbeit, die man mit der Synchronisation des Videos hat, tatsächlich sparen kann. Vor allem, wenn man halt mit mehreren Videospuren arbeiten muss, wegen Face, also was heißt muss, arbeitet, wegen der Facecam zum Beispiel. Du musst ja Facecam und Video immer automatisch synchron haben, ne? Das ist ja das eine. Das ist zum Beispiel auch immer das Problem bei BigDick, weil meine Webcam. Warum auch immer. Immer etwas schneller, so in einer halben Stunde, eine Sekunde schneller war als Fraps-Aufnahmen. Das ist tierisch ungünstig. Also wirklich extrem ungünstig. Oh Gott, das wird steil. Oh je, wird das hier eng, der Durchgang. Das sah am Anfang einfach toll, viel, viel, viel breiter aus. Das, wie man hier da durchkommt, aber das wird sehr eng. Eieiei. Und ich habe hier am Berg ja schon gearbeitet, dass die Nase nicht so weit vorsteht. Ja, gut, die Schaufeln sind ja auch gut. Kann man eigentlich das hier schon? Ne, das geht auch nicht. Haha. Aber wir können da oben was lagern.
Und was ist jetzt gerade aufgegangen? Sonne oder? Ah, die Nacht ist gleich vorbei. Der Mond ist schon hier hinterm Berg verschwunden. So sieht das nämlich aus. Also, wo war ich eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, genau, die Video- und Audiosynchronisation geht halt mit OBS tausendmal schneller, weil zum Glück die Webcam tatsächlich synchron mit aufgezeichnet wird, weil sie ja quasi in Echtzeit mitläuft und gleich direkt schon zusammen im Video rausgeschnitten wird. Dafür hat man das Problem, dass man den Ton im Nachhinein nicht mehr wirklich gut verändern kann. Außer man hat eine zusätzliche Tonspur über Audacity zusätzlich mitlaufen. Dann geht das, wenn man seine Stimme extra noch mit aufnehmen will. Finde ich auch so, ja, man ist einfach viel flexibler, was halt alles angeht. Dafür hat man halt immer noch das Problem, dass man halt Timelapse-Folgen hier wesentlich schwieriger umsetzen kann, eigentlich nur. Aber das ist ja normal. So. Also das wird echt verdammt eng. Wir hier jetzt schon quasi mein Bestes hier am Auszögern. Das jetzt mal so schon mache hier. So, soll ja auch relativ natürlich aussehen. Jetzt eigentlich nicht. Vielmehr so. Genau, das passt eigentlich. So ist das ganz gut. Es wird aber trotzdem verdammt eng. Also der Durchgang wird nicht gerade breit. Obwohl, warte. Natürlich würde das. Wir haben ja hier diese Ecke. Die wir natürlich auch ausreizen werden. So. Hoppala. Die Ecke hier oben habe ich jetzt bei dem ganzen Gedöns total vergessen. Ich würde nicht hier so reingehen, sondern hier in diese Ecke wird es erstmal reingehen. So. Gut.